Jo, genau. Herr Peter, Sie sollten mal fahren lernen. Herr Peter, oh, ist doch Händler. Neumann. waren das nicht mal 3 Traktoren? Es waren mal 4. Ja, 2 kommen noch, also einer. Ja, 10 müssen wir auch. Zählen ist da so eine Sache. Die kriegen manche Leute besser hin als andere. So, bitte alle Fahrzeuge noch in ihren Fahrern sitzen bleiben. Alle Fahrzeuge in den Fahrern sitzen bleiben. Jürgen, hier. Und mit mir wollen sie hier kein Vergnügen mehr in der Stadt Schwarzen haben. Das ist doch zum Kotzen. Ja, das ist doch zum Kotzen. Also bitte einsteigen, Herr Varuna. Ja, was macht's denn für einen Unterschied? Der Herr Hofer stellt sich jetzt mal bitte direkt neben mein Polizeiauto. Und hiermit ist der Endschutz. Da kam ja früh. Mit dem Traktor. Ach so. Nee. Dreimal gerammt. Der Hofer, nicht der Herr Varuna. Der passt doch da noch dazwischen. Null. Hast du das gesehen? Dreimal Brandpunkt. Dann der Steine Disqualifizierung. Also. Neumann und das letzte ist der Herr Wasex. Bitte einmal nochmal einstellen. Kann man auch noch dazu stellen. Danke. Dann können wir vielleicht alle Fahrzeuge noch dazustellen, außer den MB-Truck, weil der hat damit wirklich wenig zu tun. Ja, die Polizei steht da schon. Jetzt bitte noch der ADAC und die Feuerwehr daneben stellen, bitte. Und meine Kacke? Alter, und mit mir wollen die nicht mehr das Vergnügen haben. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Aua, mein Boy. Also jetzt bitte alle Sitze, alle Fahrer vor ihren Fahrzeugen hinstellen. Der Herr Bürgermeister, was machen Sie da? Das ist nicht Ihr Auto. Das ist mein Auto, das blaue. Also warte, ja, Entschuldigung, ich hab mich verguckt. Augenarzt? Haben wir jetzt noch einen über der, ach ja, der MB-Truck. Ja, der war ja nicht Teil des Rennens. Ja, der MB-Truck stellt sich einfach mal vor mein Auto, dann steht er. Sieht man ihr Polizeiauto nicht mehr. Herr Müller. Der Fahrer soll sich vor das Fahrzeug stellen. Ja, aber ich mache das Foto für die Presse, also wäre es etwas unlogisch, wenn ich dann davor stehe. Wo ist denn der? Oh, ohne MB-Truck! Ach so. Sie spielen jetzt mich. Autismus Prime. Ach so, übrigens, ich möchte danach noch was sagen. Moment, ich muss mal ganz kurz die Kamera einstellen. Das dauert ganz kurz. Och nee. Profi am Werk. Hashtag so. Profi! Und wo ist denn da? Finden Sie den Auslöser heute noch? Ja. Ah, das ist cool. Der ist abgebrochen. Was ist das denn? Das war der Auslöser. Und jetzt nochmal der Herr. Kann ich jetzt weitermachen? Ich muss so, jetzt nochmal mal alle Teilnehmer stellen sich mal bitte. Hier an den Zaun. Wir machten da die ganze Zeit Fotos. Ich nicht. Du, ja, Publikum. Kennen Sie doch. Leon Müller ist Publikum. So, ich hol mein Spurzbarbecue-Kästen raus. Und meinen Grill habe ich hinten drauf auf. Oh. Leon, wie redest du denn, du kleines Baby? Entschuldigung, ich habe mein Handy umgestellt. Publikum. Das klingt immer so komisch, wenn ich ein neues Foto mache. Du machst das Grillmeister, oder? Sind wir jetzt endlich fertig? Ja. Sind wir fertig? So, Reinhard, mitkommen. Was ist denn? Geschäfte. Nee, gleich. Nee, jetzt. Nee, der gleich. Herr Reinhard wollte noch kurz was sagen. Ja, und zwar entschuldige ich mich für meine durchaus deprimierende. Ja, genau. Jürgen. Das. Nee, es ist Harry. Harry, raus aus meinem Auto. Erstens mal, hier gibt's gratis Wurst und Bier. Und Hashtag Bestechungsversuch. Und gut, ich möchte sagen, vielen Dank für das Rennen. Das war sehr spannend.
Auch wenn der Hans-Peter da etwas durcheinander gebracht hat. Und ich gehe in die Ecke. Dass ich mich für die Rede beim LU entschuldigen wollte, aber ich vertrag nicht so viel Alkohol und das war an dem Tag ein bisschen zu viel. Ja, das glaube ich auch. Deswegen bitte ich das zu entschuldigen. Was gibt's denn jetzt eigentlich als Preis? Ja, genau. Also der Herr Hans-Peter war so freundlich. Hans-Peter, ich war einmal vor dem Preis. Leon, weg da. Ich hab keine Ahnung, den Preis. Was? Der erste Preis ist das. Oder dafür wäre ich nicht aufgestanden. Da habe ich ja die Plastikbombe, Alter. Das hat Hans-Peter gespendet. Zu den Daten von dem Herzlich Fahrzeug. Lieber Herr Reinhardt, das ist aber Betrug, dafür könnte ich Sie jetzt festnehmen. Warum ist das Betrug? Weil ich glaube, die wollten alle keinen Zetor-Kristall haben. Der Herr Hans-Peter hat den gespendet. Punkt. Dann nimmt der Harry Hofer den Preis an? Er setzt sich schon rein, also von dem her. Ich habe auch mal reingeguckt. 121 PS, 130 Liter, 30 km/h Fahrtgeschwindigkeit. Der zweite PS. Da hänge ich einen Hänger vom Bauhof hinten dran, da geht das Ding vorne hoch, ey. Das ist wahr. Ja, nee, zweiter Platz. Dann fahrt ihr dann weg. Tschüss. Der zweite Preis ist, den muss ich nochmal kurz ausrechnen. Das ist jetzt aber Diebstahl, Hans-Peter. Ja. Das ist ja immer noch meiner. Nein. Du hast ihn ja gespendet. Zwei Krampe-Bande 150. Ich habe noch nicht unterschrieben. Herr Peter, du hast Spenden mit Deponie, glaube ich. Nochmal bitte, Herr Reinhardt. Der zweite Preis sind 78.400 Liter Kalk vom LU. Haben sie mir zugesichert. Landhandel. Sie haben gerade irgendwas mit Krampe Bandit gesagt. Ja, das sind zwei Anhängerlandungen mit der Anhängerlandung. Wenn der Kollege stimmt, da war ja was. Und der dritte Preis, verkünde ich hier jetzt noch, ist eine Gewichtumlackierung von der Stadt. Also gerade Gewicht. Und was wenn die Polizei mitgemacht hätte? Ja, hättest du beim Traktorkollegen angestreckt, hättest du den Deutsch Series 9 gewinnen können. Lass den jetzt mal bitte etwas den Ton senken, die Herren. Okay, gut. So, und ich wollte noch wen suchen, und zwar jemanden, der mich überfährt. 100 Tage Schwarzing. Ja, ich. Herr Reinhardt. Ja, stimmt, 100 Tage Schwarzing. Ich sollte Sie mal in Gewahrsam nehmen, wenn Sie noch so welche Suizidgedanken haben. Ach so, und Wer weiß eigentlich was zu dieser Abwahl von, beziehungsweise Misstrauensvotum von mir? Wer weiß dazu was? Ey, wo ist denn hier unser Herr... Raus mit die Viecho! Der weiß ja immer alles. Wer? Ja, Sie. Ich? Ja. Ja. Der Mann, die haben es ja organisiert. Was heißt denn hier organisiert? Ich habe einfach nach der Meinung gefragt, der Bevölkerung. Ja, und dann ist das ja unter Ihrer Leitung gewesen. Ich hole schon mal meine Kotzblüten. Ich schau mal nach, hallo? Ja! Ich werde mal nachschauen, ob ich irgendwie Post bekommen habe zu Hause, und dann würde ich Ihnen Bescheid geben. Moment mal, ich habe doch jetzt, wir haben das doch hier online gemacht. Das ist das Votum doch. Ich habe kein Ergebnis bekommen. Haben Sie eins bekommen? Sie sind ja von der Stadt. Ja, also das hier im Internet, das Votum, das Votum. So, ich rieche schon mal an Abwasen. Votum. Das ist 7 Gegenstimmen und 3 Dafürstimmen. Ah. Okay. Scheiße! So, wer überfährt. Dann ist der Herr Reinhardt somit kein Bürgermeister mehr, oder wie? jetzt eine andere Frage. Was ist denn mit mir? Wie mit Ihnen? Ja, ich bin der Stellvertreter. Harry, sofort aus meinem Auto raus! Ja, ich würde sagen, der Herr Reinhardt hat nichts mehr zu sagen. Das Auto gehört auch nicht mehr ihm, weil das gehört ja der Stadt. Der Herr Reinhardt darf ab jetzt laufen. Das gehört dem Bürgermeister, und du bist ja kein Bürgermeister mehr. Also. Habe ich aber noch auf mich umschreiben lassen. Voll Depp. Der Herr Weissex ist immer... Ich nehme an, der Herr Stromberger wird vorübergehend Bürgermeister. So, wer überfährt... Herr Stromberger! Bis Neuwahlen ausgerufen sind. Ja, hallo. Ja, Herr Stromberger, können Sie mal gerade mitkommen? Moment, ich muss mal ganz kurz. So, jetzt bin ich.
So, kurz und knapp. Ja, das war ja sinnvoll. So, ich fahr mal gerade hoch. Mit den Spackos hier will ich nichts mehr zu tun haben. Schnell weg. So, ja, somit ist der Bürgermeister abgewählt. Und er muss gucken, was er jetzt tut. Upsasa. Oh, der Reinhard, da bin ich ja zum Glück aus dem Weg gefahren. Uiuiui. Was ist denn hier jetzt los? Jürgen, was machst denn du? So, demnach wird es neue Bürgermeisterwahlen geben müssen. Tja. Fahr jetzt mal hoch. Hä? Was ist denn hier los? Ich glaube, ich werde den Traktor einfach beim Landhandel stehen lassen und mal anfangen oder mal weiter ansehen, weil ich glaube, der Herr Reinhard ist jetzt nicht in der Verfassung, dass er weiter meine Felder ansehen kann. Ja, guten Tag. Hallo, Herr Müller. Hatte der Herr Reinhard vorhin nicht den 820 Pfennig genommen? Für was denn? Zum Ansehen. Weiß ich jetzt nicht. Müsste ich auch nachschauen. Weil der steht nicht mehr am Feld. Ich dachte, der sei vorhin hier gestanden. Okay, ich guck mal, ob ich mit dem Vario, mit dem Valtra hier vorwärts komme. Ja, machen Sie das. Ansonsten bräuchte ich einen anderen Traktor. Ja, dann ich guck dann gleich mal. Ah, es geht. Gut, dann ja. Viel Spaß. Danke. Tschüss. Tschüss.